Im Fall des getöteten 6 Jahre alten Joel aus Pragsdorf hat die Polizei einen 14-jährigen Pragsdorfer als Verdächtigen festgenommen. Wie Ermittler und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz berichteten, hat die forensische Untersuchung des am Tatort gefundenen Messers den Verdacht bestätigt, dass es sich um die Tatwaffe handelt. Auswertungen von DNA-Anhaftungen an der Waffe führten zu dem 14-Jährigen und erhärteten einen Anfangsverdacht. Wir waren schon am Abend des 14.09. in das Geschehen einbezogen. Und da gab es schon die ersten Hinweise, dass der jetzt Festgenommene mit dem 6-jährigen Jungen allein unterwegs war, noch einen Sportplatz aufgesucht hat. Unmittelbar neben dem Sportplatz befand sich ja dann auch später der Fundort des Leichnams. Und das war schon so ein erster Hinweis auf diesen jetzt Tatverdächtigen. Es gab dann in der gleichen Nacht noch eine Durchsuchung. Die Durchsuchung hat zu dem Zeitpunkt erstmal noch keine weiteren belastenden Hinweise geliefert, sodass wir den Tatverdacht zu dem Zeitpunkt noch nicht erhärten konnten. Er blieb sicherlich im Blickfeld der Ermittlungen. Neben anderen Richtungen, die wir da eingeschlagen haben oder die wir ermittelt haben. Und dann kam es ja am 15.09. im Zuge von großflächigen Suchmaßnahmen durch Polizeikräfte zum Auffinden eines Messers. Zum Messer konnten wir dann letzte Woche Donnerstag feststellen, dass es dort Fasern gibt, die man der Bekleidung des Geschädigten zuordnen konnte. Dadurch waren wir uns ziemlich sicher, jawohl, wir haben tatsächlich die Tatwaffe gefunden. Und in einer weiteren Folge fand ja dann auch die DNA-Untersuchung des Messers statt. Und infolge dieser DNA-Untersuchung konnte man dann wirklich feststellen, dass eben Spuren vom Getöteten und vom jetzt Festgenommenen sich an diesem Messer befanden. Und das war dann auch, kann man so sagen, der Durchbruch der Ermittlungen und es hat dann auch zur heutigen Festnahme geführt. Der 6-jährige Joel wurde am 14. September leblos mit mehreren Stichverletzungen neben einem Sportplatz in Pragsdorf gefunden. Der nun verhaftete 14-Jährige war in der Vergangenheit bereits durch aggressives Verhalten gegenüber anderen Kindern aufgefallen, polizeilich aber noch nicht in Erscheinung getreten. Eine Aussage hat er auf Anraten seines Pflichtverteidigers verweigert. Er wurde in Untersuchungshaft genommen und in die JVA Neustrelitz überstellt. Die Ermittlungen zu Motiv und Tathergang dauern an.